Bam. Boom. Bam. Hallo. Jo, ich bin wieder zurück, oder beziehungsweise gar nicht zurück. Die Aufnahme ist jetzt noch schon wieder ein ganz Stück älter geworden. Und ja, ich mach noch mal kurz zwei Folgen, damit alles schön nach Plan ablaufen kann, so wie ich das plane, von dem ihr natürlich erst mit Trailern und alles erfahren würdet. Was? Nichts. Ja, genau. Hier hatten wir letztes Mal unsere Felder, unsere Beete gemacht und da würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen was hier dieses Türchen anschließen, das ich anscheinend noch nicht eingepackt habe. Und ansonsten so ein kleines bisschen was spielen. Wir haben gerade 51, das heißt, in wenigen Minuten muss ich auch wieder aufhören. Also ich habe nicht so viel Zeit, aber naja, was soll's. Wunderbare Zelda-Musik im Hintergrund und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach nur ourselves und so. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen rumpelig gewesen die letzten paar Tage und so, aber im Moment habe ich halt auch einfach relativ viel zu tun. Bald von dieser Aufnahme aus bekomme ich noch eine neue Kamera. Oder hole mir besser gesagt eine und da bin ich noch ein bisschen was am Plan und dann wird sowieso alles ein bisschen anders und naja, egal. Wir reden jetzt nicht mehr über mich selbst, das darf ich ja nicht mehr, mein Let's Play, das habe ich mir verboten. So, also. Ich habe mir so ein bisschen nichts gedacht, also wir hatten jetzt eine mega spontane Aufnahme, weswegen die hier wahrscheinlich super schlecht wird, 1, 2, 3, 4. Aber meine Güte, dann mache ich halt auch mal eine schlechte Aufnahme, ich kann ja nicht eine gute machen, ne? Naja, also, ich glaube, ich kann nicht, kann es sein, dass ich Sticks brauche? Ich weiß es nicht. Ja, ich brauche wahrscheinlich Sticks, oder? Ja, ich brauche Sticks. Gut, dann, wie viele habe ich noch? Ich habe noch 5, das wird dann wohl reichen. Dann brauche ich nur Sticks und keine, Zäune. Jo, in letzter Zeit ist ja ziemlich viel passiert, also auch vor allem medientechnisch gesehen. Was ich ganz toll fand, war ja jetzt, perfekt einfach nur. Und zwar Deponia, das große Finale, Goodbye Deponia. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's voll weggehauen. Also ich musste noch nie wegen einem Film oder wegen einem Spiel oder wegen irgendeinem Buch oder so heulen. Aber da musste ich echt so ein paar Tränen runterlaufen lassen, Taten. Das war echt ziemlich toll, das Ende. Auch ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde natürlich jetzt hier nichts spoilern, Beste. Aber geiler Bug gefunden. Aber wirklich kann ich wirklich jedem Fan von Adventures nur empfehlen, dass er sich das mal ansehen. War unheimlich schön und ich rufe sogar nochmal bei Poki an und bedanke mich dafür. Einfach so, keine Ahnung, würde ich mal gern machen. Ich sag dann mal, wie es gelaufen ist. Vielleicht sage ich es auch gar nicht. Also ich weiß nicht. Also morgen ist ja Montag, da werde ich es dann wahrscheinlich machen. Morgen ist Montag, ganz wundervoll. Ich hole mir morgen nämlich dann höchstwahrscheinlich die Karten für den Hobbit. Der läuft den 16. nämlich in Augsburg auf Englisch und da gucke ich mir erst an. Das heißt, ich muss ganze 4 Tage warten, bis ich ihn mir angucken kann. So, hier gedeiht jetzt erstmal alles. Ein Melonenfeld könnte ich natürlich auch machen, da müsste ich ihn aber ziemlich viel mit Erde begradigen. Dann hätten wir das aber auch schon mal hinter uns. Das wäre gar nicht so dumm, wenn wir das da auch machen würden. Dann mache ich das doch einfach mal. Oh, Organon. Und ansonsten, was ich gerade spiele, ich spiele gerade eigentlich gesagt gar nichts, also ich bin sehr spielarm, ich spiele ab und zu noch eine Runde Legend of Zelda Link Between Worlds, wobei zugegebenermaßen ich da auch nicht so viel Zeit für habe, wie ich gerne hätte. Deswegen schaue ich das wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr durchzuspielen, was etwas schade ist. Minecraft vernachlässige ist ja gerade sträflich, das spiele ich jetzt wirklich nur noch im Let's Play. 1, 2, 3, 4, 5, was? 1, 2, 3, 4, 5, 10, also ich brauche 10 Felder. Das ist gut zu wissen. Woher kommt die Musik? Zelda. Dum, 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 dum. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal so ein schlechtes Terraforming-Ding. Aber ich gehe mal hiervon aus, also ich brauche 10 Blöcke, das wird also quasi die Grenze sein, dann geht's hier schon los. 1, 2, 3. Ich könnte natürlich auch noch da bauen. Obwohl ich würde gerne die ganze Insel so ein bisschen noch terraformen, dass wir hier wirklich alle notwendigen Sachen auf der Linie haben und dann noch da umbauen. Ich möchte jetzt erstmal das da möglichst natürlich lassen, deswegen, also 1, 2, 3. Ich hoffe, ihr hört mich auch gut.
Moment, also so wie ich gerade sitze, könnte ich eigentlich das Mikrofon noch etwas mehr auf Mundhöhe machen. Entschuldigt dieses Geratter, ist alles sehr improvisiert. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. So. Ich spiele jetzt auch gerade mit wundervollen 15 Frames. Das macht super viel Spaß. Ich liebe das brutal. Ich muss mal gucken, welche Qualität ich überhaupt gerade aufnehme. Das könnte ja alles ganz schlimm laufen. Nein, es läuft alles gut. Das freut mich natürlich. So. So, jetzt haben wir hier nämlich schon mal einen Rahmen. Den vervollständige ich jetzt natürlich auch. Also die ganze Insel wird darunter irgendwie jetzt noch zu leiden haben. Aber, naja, meine Güte, dann hat es halt eben so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin ganz durch, keine Ahnung. Außerdem habe ich mir gestern nochmal The Amazing Spider-Man angeguckt. Angesichts des neuen Trailers und bevor ich mich dann komplett vom Hobbit flashen lasse, habe ich mir gedacht, ich hau mir nochmal was Neues rein zur Abwechslung. Muss sagen, der ist so tausendmal viel besser als der andere Spidey. Manny gefällt mir schon richtig gut, also muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich schon froh, dass sie das nochmal neu gemacht haben bei Sony. Das war nämlich echt relativ viel Scheiß, was die da gemacht hatten. Und ich habe keine Erde mehr. Das Problem kenne ich ja schon länger, aber trotzdem irgendwie scheiße. Hey! Oh, ich mach mal kurz einen anderen Song. E-Werbung. So, was machen wir denn da? So. Der hier. Immer wieder ein Klassiker und immer wieder total gern benutzt bei mir hier, wie ihr ja eigentlich wisst. Und der schallt jetzt auch relativ laut auf meinen Ohren. Wie gesagt, der Ton ist jetzt gerade noch nicht so super abgemischt. Deswegen weiß ich nicht so, wie das gerade wird. Nicht so, wie das gerade deutscht. Ich brauche Erde. Und ich muss unbedingt mal die Textur von den Türen bearbeiten. Mit denen bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da gibt es noch Dingsbedarf. Aber das wird schon noch. Was haben wir für eine Schwierigkeit? Das ist auf einfach. Also ihr wisst ja, momentan stelle ich das jetzt noch nicht um. Da steht immer noch der Hammer drauf. Das muss ich ja auch noch ändern hier, dass da nicht mehr der Hammer steht. Option, Grafikeinstellung, kann ich das nicht ausmachen? Diese Hinweisdinger, Servertexturen, nee, egal, jetzt steht da halt erstmal Hammer. Soundlag, ich muss es aber auf jeden Fall noch umbenennen. Das heißt ja nicht mehr Master Hammer, das ist jetzt einfach nur ein Schwertchen. Vielleicht baue ich auch irgendwann mal das Master Sword ein. In Link Between Worlds habe ich es jetzt schon gefunden. War ja heute jetzt nichts Besonderes, das ist ja relativ am Anfang sogar noch. Aber war übrigens eine richtig geile Szene, als man da das Master Sword findet. Ich habe ja schon mal gehört gehabt, wie das in Link to the Past sein sollte mit dem Master Sword. Wie das gefunden haben, soll da wohl scheinbar auch so gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall klangen die Erklärungen alle relativ gleich, deswegen nehme ich das einfach mal so ganz blind an. Ja, ansonsten ich weiß auch nicht, also so viel passiert in letzter Zeit gar nicht. Film oder so technisch. Ich war natürlich in Catching Fire und der Film hat sich mal eben auf den Platz meines Lieblingsfilms katapultiert, was ich nur ungerne sage, weil eigentlich will ich mich nicht auf irgendeinen Film festlegen. Ja, das ist mein Lieblingsfilm. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art und das ist auch relativ, das ist mir relativ unangenehm jetzt irgendwie zu sagen, wenn mir jetzt jemand zwingt, was ist dein Lieblingsfilm zu sagen. Ja, der, weil eigentlich gibt es so viele tolle Filme und da will ich mich gar nicht erst versteifen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, der Hobbit, der erste. Wobei mittlerweile muss ich auch sagen, der hat schon ziemlich viele Fehler und der ist nicht so perfekt, aber der hat dann einfach so eine dichte Atmosphäre und ist so gut, dass er sich die auch erlauben kann. Ich denke auch mal ganz stark, dass der nächste Hobbit auch wesentlich besser wird. Vor allem auch von der Story her. Also ich kenne ja schon das Buch, deswegen weiß ich das ja. Bum bum bum.
Bam, bam, bam. Hatsch, hatsch. Jo. Ich mach mal einen anderen Song. Ich halte das nämlich im Kopf nicht mehr aus auf Dauer und die geht nicht nochmal doppelt so lange. Jo, machen wir mal sowas Minecraft-Musikmäßiges. Das fehlt ja gerade irgendwie so in letzter Zeit ein bisschen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das Melonenbeet hier jetzt als Durchgang machen soll oder ob ich den nochmal außenrum machen will. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig. Auf jeden Fall wird es gerade dunkel, was ich irgendwie nicht ganz begrüße. Und ich muss wieder sagen, ich finde den Soundtrack von Minecraft so verdammt schön. Das ist schon richtig gut geworden. Da bin ich ganz froh drüber, wie schön der ist. Den Song kenne ich so aus dem Spiel noch gar nicht richtig. Also den habe ich schon ein, zwei Mal gehört, aber noch nie so wahrgenommen. Weil wie schön der eigentlich ist. Also der könnte auch in jedem anderen Spiel, das irgendwie so eine Atmosphäre aufbilden will, keine Ahnung. Spontan würde mir jetzt Mystery Dungeon einfallen, mit dem ich den so ein bisschen assoziieren würde. So, wo ist jetzt hier mein Geheimgang? Das ist jetzt natürlich scheiße, mit dem neuen Wasser sehe ich ja gar nicht mehr durch. Wumm. Obwohl, wenn jeder andere auf dieser Welt hier dann meine Texturen benutzt, dann würde man den ja gar nicht mehr sehen. Das ist natürlich dann auch irgendwie sehr geil. Naja. Jo, ich würde mich dann auch heute schon mal verabschieden. Let's play a day. Lass uns einen Tag spielen. Und ich würde ganz stark sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Nicht wahr? Nachti!